Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Reihe auf meinem Kanal, und zwar Redstone Tipps und Tricks, wie ihr eure elektronischen Sachen in Minecraft umsetzen könnt. Und wenn ihr schon etwas fortgeschrittener seid und die Grundtricks und Tipps, wie auch immer man das sagen soll, schon kennt, dann solltet ihr euch dieses Video vielleicht nicht angucken, denn das ist ein reines Anfängervideo. Und hier im Hintergrund habe ich auch schon ein bisschen Redstone aufgebaut. Und ja, der Atomschinken, der manipuliert hier gerade noch etwas. Naja, auf jeden Fall, wenn ihr das Zeug abbaut, bekommt ihr 3 bis 4 Redstone von diesem Ding hier. So sieht das aus. So, im Survival. Und könnt das so einfach auf die Erde legen. Redstone-Staub, genau. So, das kannst du auch so die Treppe hochlegen und weiter eine Treppe hochlegen und weiter hochlegen. So. Aber was kann man damit jetzt genau machen? Man kann bestimmte Sachen wie zum Beispiel Pistons, Notenblöcke, Dispenser, man kann auch TNT zünden, man kann sowas alles in Gang setzen. Und zwar, hier habe ich mal aufgebaut, mit was man denn alles Redstone zum Leuchten bringen kann. Und bei einem Hebel leuchtet. Also Elektrizität draufleiten. Schalter ist ein kurzer Impuls. Der Hebel bleibt so lange an, bis ich ihn umlege. Der Steinschalter ist auch ein kurzer Impuls. Auf die Druckplatte muss man sich draufstellen. Die gibt es in Stein und auch in Holz. Und hier kommt schon ein großer Unterschied. Wenn ich hier ein Item drauf werfe auf die Steindruckplatte, passiert gar nichts. Wenn ich auf die Holzdruckplatte hier noch ein Item drauf werfe, oh, Fell. So. Fell. So. Dann geht die Leitung an. Machen wir jetzt mal hier den Hebel umlegen, damit sie schön anbleibt. Und wenn man hier, wenn man den Hebel anmacht, läutet halt die Leitung. Ist Strom drauf, kann man sagen. Und nach 15 Blöcken ist dieser Sprung immer so schwach. Hier, das ist der 15. Nee, das ist der 15. und das ist der 16. Und da leuchtet schon nichts mehr. Sieht man hier auch. Die Redstone-Lampe ist nicht an. Und hier leuchtet sie noch, weil hier noch Strom drauf ist. Das, was nicht leuchtet, ist halt so dunkel wie da vorne. So. Und was ist denn, wenn ich das jetzt zum Leuchten bringen will? Dann braucht man so einen Repeater. Dann klatscht man den da schön rein. Und zack, so leuchtet's. So möge es leuchten. Genau. Aber der Repeater ist nicht nur dazu fähig, sondern Repeater können auch eine Leitung von einer anderen abgrenzen. Zum Beispiel, wenn ich hier jetzt eine andere Leitung vorbeiführe, das wird dann in folgenden Tutorials, wenn ich auch mal was Größeres baue, könnte es mal sein, dass dann hier Repeater reinkommen, um zu verhindern, dass die beiden Kabel sich zu berühren. Also logisch. So. Und noch sind, und auch noch sinnvoll sind Repeater. Wenn ich hier jetzt Stromquelle, zack, Hebel, kann ich auch einfach da dran blenden. Oder da dran. Oder hier dran. Natürlich muss dann Redstone dran sein. So. Leg den einfach mal um. Dann seht ihr, leuchtet dieses Stück wieder und der Repeater fängt an zu leuchten und leitet weiter. So, aber wenn ich hier jetzt das Ding abreiße, den Hebel mal umlege, dann seht ihr, der Repeater funktioniert nur in eine Richtung. Ja, also so eine Art Sperre. Aber jetzt, ihr wollt zum Beispiel euer Haus mit so einer Eisentür sichern. So, habt ihr jetzt so ein Kabel, die Energie reicht nicht. So, zack, Repeater dran, Tür auf. So, angenommen, das wäre jetzt näher am Eingang. Ich lege den Schalter mal um. So, Tür auf. Jetzt geht es automatisch zu. Nochmal, Tür auf. Geht zu. Wenn es jetzt näher am Eingang wäre, könnte man auch durchgehen. Dann mache ich mal so. Und dann wollt ihr so von drinnen
aber auch wieder zumachen. Beziehungsweise wenn ihr von drinnen raus wollt, also angenommen, ihr macht ihn mit dem Schalter auf, geht rein, seid drin und wollt jetzt raus. So, und ihr nehmt natürlich auch gerne den Schalter. So, dann müsst ihr das wieder anschließen, dass die Tür halt wieder aufgeht. Das sollte logisch sein. Und dann kann man das hier, man kann das auch da anschließen. Man kann den Schalter auch direkt neben die Tür setzen oder darüber. Hier, Beispiel. So. Aber angenommen, ihr wollt ihr jetzt von hier wieder aufmachen. So, dann guckt ihr, dann setzt ihr hier hinter dem Schalter, also dass das Ding dann leuchtet. Treffe ich dich? Nein. Es leuchtet und dann hört es wieder auf zu leuchten. Man müsste das irgendwie hier an dieses Türkabel anschließen. Man kann es auch ruhig da anschließen. Oder nein, da nicht. Da stört kein Repeater. Wir schließen jetzt da an. So, da betritt gerade jemand den Server und die Tür geht auf und wieder zu. Also eigentlich eine ganz simple Sache. Dann habt ihr das jetzt hoffentlich verstanden mit der Tür. Das Türbeispiel. Und es gibt eine weitere elektronische Quelle. Und zwar die Redstone-Lampe. Die Redstone-Fackel. Also die stelle ich da hin und die leuchtet immer. Da kann ich hier Redstone. Die leuchtet immer. So. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel euer Signal invertieren bzw. umkehren wollt, weil das sieht ja schon ziemlich hässlich aus. Stellt euch vor, das ist euer Haus und jetzt sieht man hier die ganzen Leitungen. Komm mal, guess. So. Wenn eine Redstone-Fackel also immer leuchtet. Oh shit. Das war es mit der Tür. So. Und kommt ganz hier. Da kann ich jetzt Schätzchen runtersetzen, das wird nichts bringen. So, kann ich da. Hat man vielleicht gehört. Tür ist auf. So, kann ich. Um die jetzt anzusteuern, folgendes Problem. Muss ich hier aber einen runtergehen, damit ich diesen Block ansteuere und nicht die Fackel direkt. So, dann muss der Ding jetzt hier einen weiter weg. Machen wir schon mal hier hin. Und zack. Man funktioniert 1a so, mit dem Schalter auch. Achso, ja, dafür muss ich das auch genau. Allerdings, wie man jetzt schon gesehen hat, die Fackel leuchtet ja immer, dann ist die Tür auch immer auf. Ja, und sobald ich dann den Knopf drücke, geht sie einfach nur zu und dann wieder auf. Das ist ja nicht der Sinn von der Haustür. Die soll ja zu sein und nach Belieben aufgehen. Und da kommt jetzt so eine Fackel im Spiel. Da kommt hier, angenommen, hier drüber ist die Tür. So, dann haben wir hier. Machen wir den an. Zack. Seht ihr? Geht aus und geht an. Weil sobald man dann die powert, geht die aus. So. Aber, angenommen, wir schalten hier jetzt, damit das passt, um dies von unten ansteuern zu können, können wir den Block natürlich auch von hier verbinden. Da kann ich es auch drauflegen, ruhig. So, dann ist es aus. Jetzt können wir hier, wenn ich es dann richtig verkabeln könnte, so. Ja, ich soll mal den Chat ausmachen. Das ist der Server von Atomschinken und da gibt es halt schon mal, wo ist denn der Chat ausmachen? Multiplayer Settings. Hinten. So. Zack. Kann ich hier. Aus. Zack. Hier kann ich jetzt hier auch einfach mal wieder drauf werfen. So, kann ich wieder einsammeln. Und sowas braucht man jetzt halt an der Tür hier auch. Es ist jetzt natürlich doof. Hier kann man einfach direkt eine Fackel dran setzen. Zum Umkehren. An den Knopf.
Dann wird halt die Fackel direkt durch den Knopf gesteuert. Aber hier bräuchte man dann auch eine. So, dann wäre sie immer zu. Allerdings haben wir jetzt noch ein Problem. Und zwar kriegen wir sie jetzt nicht mehr auf. Weil die Fackel jetzt natürlich das Signal stört, weil die jetzt immer an ist. Und da kommt jetzt das nächste Problem ins Spiel. Und zwar braucht ihr dafür einen T-Flip-Flop. Und da das jetzt schon langsam in die fortgeschrittene Richtung geht, würde ich sagen, zeige ich euch das beim nächsten Mal auf einer anderen Welt. Dann baue ich dann nochmal ein ähnliches Beispiel auf und zeige euch einen T-Flip-Flop und vermutlich eine einfache Pistentür für Anfänger. Das war jetzt, also das war es jetzt von der ersten Folge dieser Reihe. Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Redstone Tipps und Tricks, wieder ein. Und das wären dann die Abschlussworte für dieses Video. Bis dahin. Ciao.